Kultur bei MDF1 wird Ihnen präsentiert von der Stadtsparkasse Magdeburg. Das ist König Otto, bevor er zum berühmten Kaiser Otto der Erste wurde. Glauben Sie nicht? Na gut, er ist es auch nicht wirklich. Aber der Schauspieler Thomas Streipert wird ab dem 14. September zumindest in die Rolle des Königs schlüpfen. Um wirklich Kaiser zu werden, muss ich nach Rom, um Gottes erster Knecht zu sein. Dabei wird er allerdings nur die zweite Hauptrolle verkörpern. Denn im Mittelpunkt der neuen Aufführung des Theatervereins Kompanie Magdeburg 09 steht Ottos erste Frau, Königin Editha. Was den Zuschauer bei Editha My Love, so der Name des Stücks, erwartet, verriet das Team um Regisseurin Gisela Begrich am Mittwoch im Schmuckhof des Kulturhistorischen Museums. Viel Musik, gute Schauspielkunst, hübsche Schauspielerinnen, schöne Kostüme, opulente, sehr bunte, wirklich tolle Kostüme. Editha My Love stammt mal wieder aus der Feder von Bernd-Kurt Goetz, der in dem Schauspiel auch selber unter anderem als alter Otto auftreten wird. Lange hat er an dem Stück geschrieben, um ihm auch einen gewissen Wahrheitsgehalt zu verleihen. Es hat auch einige historische Fakten, aber da wir ja ein Theater sind und kein Film, bleiben die trotzdem wie eine Erfindung, weil sie eben nicht, ein Film ist, hat ja wie was Dokumentarisches und bei uns bleibt es doch Theater. Für die ursprünglich aus Kassel stammende Franziska van der Heide ist das Editha-Stück ein ganz besonderes, auch wenn sie über Ottos erste Frau zunächst nur wenig wusste. Denn es ist ihre erste große Hauptrolle in einer Theaterinszenierung. Erst im letzten Oktober beendete die 20-Jährige ihr Schauspielstudium in Berlin. Erstens spiele ich unheimlich gerne Rollen, wo es um in Anführungsstrichen Liebe und Kitsch geht. Und es hat keinen Kitsch, aber am Anfang diesen Hauch schon, dass sich zwei junge, liebende Paare sich treffen oder zwei ja, junge Mädchen. Und daraus aber dann was Großes wächst. Und zwar nicht die typische Ehefrau, die am Herd steht, sondern es sind zwei eigenständige Personen, die, oder vor allen Dingen Editha, die politisch oder aber auch menschlich gesehen unheimlich groß handelt und agiert im Leben. Da das Kulturhistorische Museum mit seiner dritten Otto-Ausstellung momentan sozusagen das Zentrum der Magdeburger Ottomanie bildet, war schon seit langem klar, dass Editha My Love hier aufgeführt werden soll. Passenderweise auch noch im Kaiser-Otto-Saal, in dem neben dem Magdeburger Reiter auch das große Triptychon zu sehen ist. So einen großen, halligen Saal zu bespielen, ist tontechnisch allerdings eine große Herausforderung. Der ist sehr schwer zu bespielen von der Akustik her. Deshalb haben wir auch speziell einen Fachmann engagiert, Veit Wehmeier, der das managt mit dem Ton, weil das ist akustisch ohne Mikro überhaupt nicht machbar und wir brauchen auch jemanden, der das richtig gut aussteuert, sonst geht's nicht. Wer Ottos Leben ein wenig kennt, weiß, dass die gebürtige Engländerin mit nur 36 Jahren lange vor ihrem Gatten starb. Der heiratete schließlich 5 Jahre später Adelheid von Burgund. Scheint so, als würde die Geschichte nicht gut ausgehen. Der Schluss ist eine Mischung zwischen Tragik und Happy End. Für die musikalische Untermalung am Klavier wird wieder Komponist Christoph Deckbar sorgen. Mit Eckehard Schwarz und Klaus Schäfer werden noch 2 weitere altbekannte Magdeburger auf der Bühne stehen. Premiere von Editha My Love ist am 14. September. Bis Mitte November wird das Stück dann 16 Mal aufgeführt. Die Ticketpreise liegen zwischen 15 und 21 Euro und Hartz-IV-Empfänger zahlen an der Armkasse übrigens nur 1 Euro.